Mittlerweile glaube ich, dass ganz Calcadia Bay damit in Verbindung steckt. Ich kann schon den Titel für National Geographic sehen. Mystisch, wissenschaftlich oder apokalyptisch, der Tornado von Calcadia Bay. Schauder. Aber wo ist Angst? Ich denke immer noch an Kate und die Traurigkeit in ihren Augen. Ich bin so dankbar, dass sie lebt. Es freut mich zu sehen, wie die Schülerinnen ihre Unterstützung mit Geschenken und Blumen zeigten. Endlich. Katzi! Was ist das? Irgendwas? Keine Ahnung. Leckeres. Genial, wie ich Jefferson reingeritten habe und er uns nicht beim Wettbewerb vertreten wird. Ich gebe ihm nicht die Schuld für das, was mit Kate geschehen ist. Ja, er hätte ihr zuhören sollen, aber es ist unfair, dass er nicht teilnehmen kann. Jetzt muss der Gewinner mit Director Wells rumhängen. Hoffentlich Victoria. Einer meiner Helden hasst mich jetzt wohl. Hurra! Chloe, ganz sie selbst, verlangt, dass ich mich rausschleiche und sie mitten in der Nacht treffe. Ich wusste, Chloe würde den Campus untersuchen wollen, nachdem, was mit Kate passiert ist. Das lässt Chloe nur verzweifelter danach forschen, was mit Rachel geschah, wenn überhaupt irgendetwas passiert ist. Es ist komisch, dass ich, obwohl ich im Falle von Ärger zurückspulen kann, jetzt mehr Ärger habe als je zuvor. Wenn dies eine Episode von Twilight Zone wäre, würde mich eine ironische Wendung erwarten. Wie so weit zurückspulen, dass ich nicht mehr existiere. Werde ich diese Fähigkeit mein Leben lang haben? Sind Tornado, Schnee und Sonnenfinsternis nur Halluzinationen oder Prophezeiungen? Ist es ein Fluch oder ein Segen? Chloe ist lebendig und bei mir. Das muss ein Wunder sein. Was heißt, es muss einen Weg geben, zu verhindern, dass meine Visionen Wahrheit werden? Ja, ich ignorierte die Sperrstunde, um mich mit Chloe zu treffen. Sie meinte, sie wolle mir etwas zeigen. Die Zeit für etwas Detektivarbeit ist gekommen. Keymaster Chloe. Schlüsselmeister Chloe. Auftritt der Blackwell Ninjas. Als ich mich durch die Flure schlich, kam ich an Kates Tür vorbei und sah die lieben Nachrichten anderer Schüler. Blöd, dass es den Großteil Blackwells nicht gekümmert hat, als sie das Video verbreiteten und sie mobbten. Alle interessieren sich immer zu spät. Wenigstens wird Kate sehen, dass die Leute zu ihr stehen. Endlich. Ich hoffe, ich kann sie besuchen, wenn der Sturm vorüber ist. Schlechte Wortwahl. Das war zu knapp. Ich hatte mich so gut gehalten, bis ausgerechnet Director Wells draußen den Weg blockierte. Die letzte Person, die ich sehen wollte. Ich war kein guter Ninja und er erwischte mich. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass die Gerüchte stimmen. Director Wells war sturzbetrunken. Er versuchte nicht mal, es zu verstecken. Eigentlich war er besoffen, viel cooler als nüchtern. Ich verstehe, warum er so verwirrt ist. Er muss sich mit Kates Familie, den Prescotts und David Madsen rumschlagen. Er behandelt mich immer noch wie eine Verdächtige, aber ich sehe, dass er unter einer Menge Druck steht. So sehr, dass er zu viel trinkt, um nachts seine Schlüssel benutzen zu können. Klar war er im Weg, aber er konnte es nicht mit meiner Kraft zum Zurückspulen aufnehmen. Immerhin musste ich Chloe treffen. Böse Max. Obwohl ich dachte, ich sei voll im Ninja-Modus, erschreckte Chloe mich gewaltig. Was mich echt nervte, nach dem, was ich mitgemacht hatte. Manchmal ist sie echt unsensibel, was die Gefühle anderer angeht. Sie will all meine Aufmerksamkeit für sich und die Suche nach Rachel und spielt die beleidigte Leberwurst, wenn ich keine Zeit habe. Ich habe jede Menge Zeit, aber ich kann nicht lange sauer auf sie sein. Und sie war so aufgeregt, die Schlüssel zum Hauptgebäude zu haben. Ehrlich gesagt, war ich das auch. Noch mehr Aufregung. Vom Gebäude lauschten wir Victoria, wie sie über mich lästerte. Schocker. Und versuchte, Mr. Jefferson zu erpressen, damit er ihr Foto für den Helden des Alltagswettbewerbs wählt. Die spinnt komplett. Cool, wie Jefferson ihr sagte, dass sie soll sich verziehen, obwohl sie dafür den Rauswurf verdient hätte. Es hat Priorität nach dem, was mit Kate geschah. Ich verstehe Victoria einfach nicht, egal wie sehr ich es versuche. Sie ist schon reich, hübsch und eine gute Fotografin. Warum so viele Leute verletzen, um etwas zu manipulieren, das eh schon zu ihren Gunsten läuft? Ich hoffe nur, dass ich nicht das Gleiche mit meiner Kraft tue. Es ist absolut umwerfend, mitten in der Nacht in deine eigene Schule einzubrechen, obwohl Chloe recht hat. Wie kann das mit Schlüssel ein Einbruch sein, auch wenn der Schlüssel dem Sicherheitschef der Schule geklaut wurde? Egal, die Blackwell Ninjas schlagen wieder zu. Hallo! So, lassen wir die aus. Das bleibt dadurch an. Sollte das überhaupt so? Ich bin mir jetzt unsicher. Ist auch an. Ich
habe alles zurückgedreht. So, ich habe nichts getan. Wir haben unser Foto und basta. Wissenschaftsbuch. Was haben wir denn hier? So, sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Natriumchlorat, NaClO3. Synthese, Verwendung. Natriumchlorat ist eine anorganische Verbindung, die üblicherweise als Unkrautvernichter eingesetzt wird. Toxisch für Menschen. Ansätze. Unkrautvernichter. Chemiematerial. No, this mixture doth not work. Okay. Nee, wir brauchen das nicht. Klausuren, was haben wir denn hier? Klausuren. An A minus? Alright, alright. So Dr. Max did help Warren this morning. Praktische Chemie. Baron Graham. A minus. Wir können auch ein bisschen Arschloch sein. You deserve way more than this for taking on Nathan. But every little grade counts. Yes, I like this plus better than that minus. Thanks for being there for me, Warren. Oh. Wir tun einfach was Arschloch-mäßiges, aber irgendwo was Nettes, Schönes, Süßes. Lassen wir es einfach. Wir haben nichts gemacht. I never said they were great, Troll. Max macht shitty Selfies. Ja, schön ist sowas immer zu lesen, ne? Das macht immer wieder Spaß. Das macht einfach immer wieder aufs Neue Spaß, sowas lesen zu dürfen. So, dann würde ich so sagen, wir gehen darüber. Tut mir leid, dass ich immer leicht gähne bei ihm. This is like a scene in a horror film. Na gut, kann auch sein, dass ich einfach leicht müde bin. Max, aber if you can't find sodium chloride in the science lab, give it up. Ach hier. Klebeband. The tape is mine. Klebeband, das Only gehört one more ingredient left. Natriumchlorat ist das Letzte, was wir brauchen. Yeah. Wettbewerbsfotos. Oh, wir haben Hallo? Danke. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Daniel's a better illustrator than photographer, said Max, the art critic. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? I say one stupid thing and Mr. Jefferson gets screwed. Nice going, Max. Von Direktor Wells an Mark Jefferson. Lieber Mark, ich wollte Ihnen bloß eine informelle Nachricht zukommen lassen, damit Sie wissen, dass Blackwell die Geschehnisse dieser Woche unterstützen wird. Sie werden dazu per Post ein offizielles Schreiben erhalten, aber Sie verdienen eine Warnung. Ich respektiere Ihre Arbeit und Ihren Status hier und hoffe, Sie denken an dieser schwierigen Zeit nicht gering von mir. Ich hoffe, das wird sich zu Ihren Gunsten auflösen. You can never escape the lighthouse here. Es gibt kein Entkommen vor dem Leuchtturm. Ja. Also, dann heißt es wieder zurück und Natriumchlorid finden. Unseren Unkrautvernichter, den wir unbedingt haben wollen. Natriumchlorid. Unkrautvernichter. Ja, das sieht so aus, als ob wir das bräuchten. Here's the sodium chloride box. You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chlorate. Können wir so nehmen, als ob? You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Ich wollte ja schon den Stuhl benutzen. Ach, das tut sie schon selber, so. Sie weiß mal selber, dass sie... Ihr wollt schon nach dem Stuhl suchen. Now it's time to show Chloe. There's got to be something I can use here. Muss etwas Nützliches geben? Wir haben doch alles. Was will mir das Spiel labern, ey? Nee, okay, das lese ich natürlich später irgendwann mal. Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Hallo? Baron. Haben wir alles. 1, 2, 3, 4. Eine Dose Limo, Klebeband, Zucker, Natriumchlorat. Ah, Natriumchlorat war das. Ja, Chlorat, nicht Chlorid.
Natriumchlorid ist doch was anderes. So, das heißt, wir haben alles. Das ist Kates Spind gewesen, oder wie? So glad you still have your locker, Kate. Na. Das wäre sonst ein bisschen scheiße. Wir haben alles, hallo. So, take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! If you'll light the candle. This is so cool! Get ready to haul ass. Hey. That was so fucking cool! Oh, we are toast! Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. Stimmt so ja. What should we do? Was tun wir denn nur jetzt? Tja. Chloe, ich habe einen Zaubertrick. Guck her und staune. Wir wissen sowieso nichts davon. Wir machen alles rückgängig und tun so, als ob wir die Rohrpumpe nie gemacht haben. Und sind dabei im Zimmer. Und die Chloe denkt sich jetzt so da drüben. This ancient door is no match for Max the Magician. Denkst du, sie kann nicht cheaten? Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. Ist nicht umsonst umsetzen. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan. Anybody. I'm on the case. So, wir sind dabei. Auf geht's, viva! Viva Kalunia! Ich sag nichts mehr. Mausevogel kann. Warte, Moment. Baron! Hast du das Schloss gesprengt? Bitte, ich wollte nur dein explosives Wissen testen. Deine unglaubliche Kunst bestaunen. Max, Max, Max. Du kleine, kleine, kleine. Ansehen. You're not so tacky up close. Ich denke. Ja, warte. Das kann doch gar nicht sein. Sollen wir jetzt ein Foto davon machen? Das ist doch ein Vogel, oder? Das ist doch der Bronzevogel. Warte, ja doch. Hat er drei Dinger? Nee, hat er nicht. Och, ist mir egal. That is so cool that my signature actually counted. Go, Miss Grant. Liebe Miss Grant, als Direktor Blackwells ist es meine freudige und glückliche Pflicht, Sie darüber mitzuteilen, dass Ihre Petition, die Installation eines neuen Überwachungssystems zu verhindern, genug Unterschriften erhalten hat, sodass die Schule den Plan ablehnt. Unsere Richtlinien uns sagen, dass ich in dieser Angelegenheit Partei ergreife, da wir Lehrkörper und Schülerschaft dazu anhalten, an der Leitung der Schule teilzuhaben. Allerdings habe ich die kontroverse Natur dieser Kameras erkannt. Und teile Ihre Besorgnis bezüglich des möglichen Eindringens in die Privatsphäre. Danke für Ihr Engagement und dafür, dass die Schüler Blackwell inspirieren, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Ich hoffe, das Resultat Ihrer Petition vermittelt Ihnen das Gefühl, Einfluss zu haben. Herzlich, Director Wells. Das ist doch mal eine gute Nachricht. I guess being a bully is in the Prescott DNA. Director Wells, uns wurde zugetragen, dass das Familiensiegel der Prescotts grundlos von der Wand der Bücherei entfernt wurde. Dieses lokale und historische Siegel ist ein notwendiger Teil der Spendenvereinbarung für die Bücherei. Sollte es nicht wieder angebracht werden, sollen wir uns gezwungen, diese Spende sowie andere zurückzuziehen.
Ich verstehe, dass das tragische Ereignis bezüglich Miss Marsh Ihnen zu bedenken gilt, aber ich schlage vor, dass eine Absage der Party am Donnerstag der Anpackmentalität der Prequel-Akademie widerspricht. Ich warte, dass Sie dies überdenken und zu dem gleichen offensichtlichen Schluss kommen. Danke, Sheen Prescott. Der Vater. Tumbleweeds. Gähnende Leere. Look at this pile. Ja, das ist einiges, ne? Looks like an oil painting spill. Awful. Da hinten? Ah, jetzt erstmal einschalten. Dann sehen wir schon mal mehr. Genau, können wir mehr sehen. I certainly can't use this. Tja. Kates Akte. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Schülerinformation. Kate Beverly Marsh. Durchschnitt 3,9. Kate Marsh ist eine der besten Schülerinnen der Blackwell Academy. Ihr Durchschnitt ist durchweg hervorragend. Ihre Einstellung optimistisch und ihr Arbeitsstil ruhig. Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern Programm wurde von KBAY7 News gewürdigt und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war eine willkommene Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen von Schülern geleiteten Programmen Blackwells. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Geschichte der Schule. Director Wells, als Krankenschwester der Akademie wollte ich Sie informieren, dass Kate Marsh anscheinend vor kurzem ein emotionales oder psychisches Trauma erlitten hat. Ich sprach kurz mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich, weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie im Auge behalten und sicherstellen, dass sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße, Anne-Marie Barenci. Aktualisierung. Derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate Marsh auf einer Party des Cortex Clubs zeigt und ohne ihr Wissen oder Einverständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während dieser Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein. Siehe angehängte Dokumente für Details. Oh, 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 das ist ja... Da kommt die langsam auf die Schliche. Only two more files to go. Noch zwei Akten. Bücher. Wowzer, this will so not come in handy. I'd drink too if I was the principal of Blackwell. Vielleicht können wir von da aus so ein Foto machen. Mit Chloe? Muss doch irgendwo gehen. And nothing here. Nichts hier. Schrank. Da könnte was sein. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation.